Oh, was habe ich denn da drauf? Sterbe ich da dran? Oh lol. Oh ja, tue ich. Hey ho und herzlich willkommen zur heutigen Runde Heroes of the Storm. Immer noch in der Alpha. Und ja, letzte Runde habe ich Tassa da gespielt. Und ja, der hat mir gut gefallen, aber ich werde jetzt mal einen auf Melee Assassin machen. Der ist hart zu spielen, steht da, Difficult Hard. Oh, der war very hard. Aber das ist ja je nachdem, was die Gegner spielen und. Er ist so ein richtiger Rogue. Hier sind die Skills. Und zwar hat er Permanent Cloak als Passive. Das heißt, wenn ich nicht angreife oder keinen Schaden bekomme, dann wird er unsichtbar. Ich habe einen Cleave. Also, ich damage Leute bei mir in der Nähe. Singularity Spike, das verlangsamt und macht Schaden an dem ersten Gegner, der mich haut, glaube ich. Weil das sieht aus wie ein Schild. Könnte aber auch sein, den ersten Gegner, den ich haue. Aber ich meine eher, dass das eine Art Schild ist. So, Teleport, ist halt ein Blink, wirklich nur. Beamst dich ein Stück nach vorne und ja, stehst dann hinter dem Gegner oder so. Aber dann kommt man nicht aus dem Stealth raus, wenn man das macht. Die Ulti-Fähigkeiten weiß ich gerade nicht. Ich glaube, das eine war was mit Health Leech und Attack Speed oder Attack Damage erhöhen. Ja, können wir uns gleich nochmal angucken, wenn es dann soweit ist. Ja gut, wir skippen mal eben den Ladescreen, damit ihr nicht so lange warten müsst. So, da sind wir drin und wir sehen... Okay, der ist wieder drin. Wir spielen die mit den Kanonen, das heißt, ich gehe auf die mittlere Lane. Reduce Cooldown of Blink, Increase the Radius of Cleave, Gain Basic Attack. Ja, mehr Damage ist besser. Die Ultis, ich glaube, die kann man hier in Level 10. Ja, Attack. So, 15% Life Leech, 20% Attack Speed für 6 Sekunden. Und Trap all Targets for 5 Seconds, making them become invulnerable. Okay. Ja, ich werde aber auf Health Leech more Damage skillen. Und ja. Ich kann ja mal gucken, ob wir das Ding nicht direkt taken. Oh, die sind alle unten, oder? Was ist hier los? So, Cleave, Shield, Blink. Muss ich mir merken. Die sind alle unten. Ja. Das ist der Wichtigste. Er kann zwischendurch nämlich healen. Swing. Okay, Cleave geht komplett rum. Ist nicht so wie der Vory Cleave in WoW, der ja nach vorne ist. Also das Spalten. So, da haben wir dann... Das ist der Supporter. Den haben wir letzte Runde gespielt. Ah, er sieht mich. Ich glaube, deswegen ist das dann rot. Oh, hinter mir. Aua. Ah, was ist das denn? Ich schieße das Ding? Okay, das ist ein Spell anscheinend. Da, man sieht ihn vorher schon. Also man sieht ihn auch im Stealth. So be it. So. Das ist sehr schön. Mach weiter. Ich deck dich ein bisschen. Ah, okay. Ja, diese Wall of Deaths oder wie man sie zeichnen möchte, ist schon ziemlich cool. So, jetzt haben sie hier oben unser... Ah, da ist er. Na komm. Weg. Ich will hier raus, ich will hier raus. Er hat mich mit eingesperrt. Cooler Freund. So. Ah, weg ist er. Okay, mein Mana ist schon... Oh, da ist der Arthas. Ah, ich sollte mich verziehen. Und wir gehen an unseren... Ein und übernehmen in der Zeit das Ding. Blablabla. Nein. No decloaking and increased range of Singularity Spike.
Deals Area Damage and Slow. Nee, wir nehmen Life Leech Area Damage. Oh, ne, Life Leech. I serve the Zelnaga. Then power on doom. Ah, der Supporter ist da an der Stelle natürlich ziemlich krass. Wie sieht's mit der Money aus? So. We must not hesitate. Ah, ich will nicht sterben. Okay, der hat noch Cooldown. Ich gehe mal eine Runde zurück. Hoffe, ja, okay, das ist ein Tanky. Wo kann man denn gut? Da liegen Münzen. Und das sind die Münzen, die uns noch fehlen, um das erste Kanonenboot zu schießen. Das heißt, die werde ich mir jetzt schnappen und dann abgeben. Ah, ne. Ja, einfach da reingeht. Dreist. Richtig cool, da kann man auch einfach... Ach nee, das Ding ist durch. Ja, komm. Ich will an dir bleiben. Aber oh, da fehlt auf jeden Fall noch ein Slow. Mhm. Okay, was kann ich denn jetzt skillen? Deals additional damage over time, also noch ein Dot. Reduce incoming basic attacks, heal damage after decloaking, increase speed while cloaking. Oh, das ist cool, das ist auch cool. Who's got the coin for me services? Nee, das ist schon am coolsten. Da habe ich mit Damage jetzt. Bam! Okay, der Life Leech ist ziemlich cool. Ah, die kümmern sich unten um die Creeps hier. Könnte ich gucken, ob ich... Nein. Das schaffe ich nicht alleine. Warten mal eben ab. So, den haben wir. Böse. Jetzt treffen wir hier mal ein bisschen die. Vielleicht hilft mir auch einer noch die zu holen. Oh mein Gott. Wir gehen mal auf Arthas. Ist vielleicht nicht die klügste Wahl. Was? Der brauchte nur einen Hit und ich gehe kaputt dran. Okay. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich die Münzen abgeben. Nee, sind nicht dabei. Ah, da steht noch einer. Das ist der Supporter. Ah, die sind vielleicht zurück, die Münzen safen oder so. Ich werde gucken, dass ich oben dran gehe. Wir sollten mal den Golem übernehmen. Mit dem Golem würden wir gut drücken. Ich frag mal nach. Golem. Ja, im Teamspeak kriege ich schon wieder eine Nachricht. Die Sounds habe ich nicht abgestellt, weil ich sie oft... Weil ich sie sonst nicht wieder anstelle. Das bringt einfach nichts. So. I serve the Zelnaga. Ja, okay, da stehen überall die Tower noch. Da müssen wir warten, das bringt da nichts. We must have. Doch, da ist er. Aber jetzt können wir hier. Oh ja, die Ulti für mehr Damage. Ja, komm. Geh nach vorne. Trau dich. Ne, er traut sich nicht. Er kommt. Was? Nein. Das hat einfach nichts gebracht. Okay, dann gehen wir hier mal eben ein bisschen hauen. Bam. Okay, so ein Dot wäre natürlich für die Minion-Farm noch cooler. Weg damit. Oh ja, die Fort geht down. Nee, wie heißt das? Hat mich aufgedeckt. Nee.
So, jetzt bin ich wieder invisible. Da, ich sehe ihn schon. Ah, der Supporter. Ah. Ich hätte auch erst mit dem Stun anfangen sollen. 340 Schaden macht er dann. Okay. Ja. Turn 1 hätte ich nicht reingehen sollen. So wichtig ist das Ding auch nicht. Ich werde mal jetzt mehr im Team laufen. Werde mich ein bisschen dazu gesellen und dann immer die Kills abstauben. Wenn es mir denn erlaubt wird irgendwie. Also wenn es mir möglich ist. So, Arthas, denke ich, ist eine gute Option, um dabei zu bleiben. Oh, er ist gefangen. Ja, den kriege ich schon nicht mehr. Aber Arthas kann man gut eingeben. Wo bin ich denn? Da bin ich, mittendrin. Komm, komm. Nee, der ist... Was kann ich skillen? Ba ba ba, deals damage around your hero, burning rage. Richtig cool. Oh, oh! Ich bin weg! Danke! Can you turn from blink location? Nein. Teleport. Du darfst attack the enemy? Nein. Against Heroes. 1,5% of the Heroes Max Health. Oh, das ist gut, das nehme ich auch. So, was machen wir denn nun? Ich werde mich hier zu meinem Team begeben. Ah ne, ich werde gucken, dass ich hier die Tower noch deffen kann. Denn das schaffen die hier nicht. So. Mal gucken. Bam. Mit dem Leichten ist es schon gut. Kann man auf jeden Fall einen Minion Solo mal eben wegmachen. Die sind alle da vorne. Ah, einer aus unserem Team ist gerade geleftet. Das ist natürlich uncool. Wir gehen ja. Bam! So, wir drücken auf der Bottom Lane mal durch. Can cast Singularity Spike twice. Die ist extra damage zu dieselbe Teil. Activating. Ja. Auf jeden Fall Attack Speed on Activate. We must not hesitate. So, man kann auf jeden Fall darauf aufpassen. Ich muss aufpassen, hier ist keiner mehr zu sehen. Der ist oben, okay. Oop. Ich def hier mal ein bisschen für die Super Minions. Dann müssen wir doch mal weg. Nee, das schaffe ich nicht. Glory to the firstborn. So, wie sieht's denn aus, Jungs? Ich sehe hier nichts von euch. Ah, da oben seid ihr alle. Komm ich mal zu euch hoch. Okay, unser Teammate ist wieder da. Looks like you just lost a fort. Oh, oben das Fort ist weg. We must act. Oh, ist das cool, wie der hier durchschnetzelt. Ja, es gibt natürlich kein Gold zum Farmen. Ich versuche mal oben zu helfen. Da haben wir den, da haben wir den. Der sieht mich. Ich blink mal weg. We must not hesitate. Hallo. We must act. Your fate is sealed. That one's not getting. Oh, two in a row. Ist strong. I will
Free! Oh, die Ulti ist natürlich sehr stark. Okay, jetzt holen wir uns hier die coolen Warrior Minions. Ja, das sind ja die harten. Die sind richtig gut beim Pushen. Und wenn dann jetzt gleich noch die Münzen spawnen würden. Ah, okay, die gehen dahin. Ich glaube, hier kommen die. Ja, da sind die anderen Münzen. Wenn wir die jetzt noch kriegen. Ah, oh, da sind sie. Ja, da geht's rein um Attack Speed. Alle machen einen Schaden daran. So, dann bringen wir mal ein paar Münzen weg. Ich hab 6. 2, 2. Ey, bringt die Münzen weg! Wir könnten schon feuern, wenn die jetzt abgegeben hätten, aber haben sie nicht. Okay, wir gehen mit nach hier oben. Da ist der Stealther. Ja. Und weg hier. Ah, bin ich in den Tod gesprungen. Schade, schade, schade. Auf jeden Fall ist ziemlich krass, dieser Assassin. Ah, okay, hier oben wird gepusht. Malfurion? Malfurion? Warum heißt der so? Ach, Kostjai. Okay, da steht auch immer anscheinend der Charakter drüber. Ja gut, der pusht hier natürlich jetzt hardcore. Unten kommen jetzt drei Minion Waves. Drei? Zwei? Zwei sind es nur. Und das Kanonenboot. Jetzt kriegen wir natürlich ganz viel Böse auf den Sack. Er muss sich zurückziehen, hat aber gut gemacht. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier unten treffen. Ah, da kommt schon der Witch Doctor. So, und ich kümmere mich um die großen. Die Range-Dinger machen nämlich ganz schön viel Damage. Aber die hauen die ja so weg, die Tau. Da hat jemand wohl Connection Problems die ganze Zeit. Bam! Ja, die sehen mich ja nicht, bis ich dann daneben stehe und einmal gliefe. Richtig stark. Jetzt sollten wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen Dublons abgeben. Ich glaube, ich habe keine, nee. Naja, den greife ich nicht an. Den will ich angreifen. Okay, ist tot, dann den. Ah, trotz Ulti. Also der Life Lead 15%. Achso, ich dachte, der wäre natürlich ein bisschen höher. Den Ulti, dann hätte ich nichts mal früher einsetzen müssen. Er moved ihn einfach nur aus, aber die Wall war es doch total schlecht. Ja, die Münzen wirst du so nicht abgeben können. Warum rennt er mit 7 Münzen rum? Oh, oh, oh. Oh Gott, ja, das wird jetzt fieser Kampf da. Obwohl Arthas ist jetzt auch noch da. Fokus auf den Supporter. Jetzt muss Arthas ihn nur mit der Ulti oder so slowen. Malfurion kommt noch um die Ecke. Ah, da war der Stealther auch noch. Den haben sie dann auch noch gekriegt. Increase Lifesteal and Duration. Das ist natürlich super gut. Oh. Aber auch. Duration. Increase the life. Nein. Ich denke, der Ranger Tag wird das pushen. So, jetzt muss ich erstmal. Ne, ich muss hier schnell machen.
Da habe ich jetzt meinen Einsatzskill dafür genutzt, damit ich hier schneller wegschnetzeln kann. So, jetzt werde ich gucken, ob ich die harten Minions hier alleine kriege. Machen wir aber so. So, mal gucken. Oh doch, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ein Hit, 50 HP. Okay, der... Ich weiß gar nicht, ist das jetzt beide Hits? Also ist das auch der... Nee, das ist nur der Auto-Hit. Schade, ich dachte, dass der... Das Überspringen mir auch Life-Leech gibt. Oh, ja, sollte ich schon taken. Und wir drücken über die Top-Lane jetzt. Schwupp. Bam. Also, ich muss sagen, ziemlich geil, der Charakter. Ich habe jetzt die 1 wieder ready. Heißt, ich guck mal, ob ich nicht lieber im Teamkampf helfe. Na, den nicht. Da, den hole ich mir. So, jetzt hier der Vogel. Den auch noch. Triple Kill. Und weiter geht's. Keep destroyed. Okay, da oben ist der Dingens. Der Supporter. So. Bam, bam. As was foreseen. Slay these mercenaries. Ah, dann mach ich auch Ulti. So. Bam. Okay, der hat Gold gedroppt. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so notwendig. So, Stealth. Das ist wie ein hartes Camp. Das kommt in 19 Sekunden wieder. Mein hartes Camp drückt da eh noch. Lass mich in Ruhe. Aber was habe ich denn da drauf? Sterbe ich da dran? Oh lol. Oh ja, tue ich. Das war eine Art Gift wohl. Ja. Ach guck mal, die holen endlich mal den Golem. Ja, wenn der jetzt mit dem... Ah, obwohl. Ja doch, die müssen einfach nur mit dem Golem nach vorne gehen. Hier vielleicht nur das Camp holen. Mal eben anzeigen. Dann können die damit echt... Ey! Fight with Golem. Ja, ich weiß nicht, warum sie den Golem holen und dann nicht mit dem nach vorne gehen. Alles andere wird gerade nicht benötigt. Der geht nämlich direkt voll auf das Hauptgebäude. Und ich verstehe nicht, warum sie da nicht mit sind. Er macht viel Schaden, aber ich denke nicht, dass er das tot kriegt. Aber wir hätten schon gewinnen können. Ja. Egal. Komm, dann mache ich jetzt Backdooring. Okay, er kriegt es nämlich nicht kaputt. Aber dafür ich. Ich gehe jetzt einfach voll drauf, direkt, volle Pulle. Da wird jetzt ein Schild kommen. Aber das ist nicht viel. Und bam. Bam. Habe ich einfach zu Ende gemacht. Easy. Ja, jetzt haben sie sich geärgert für das Backdooring. Aber Hauptsache gewonnen. Yeah. Assassiner. Ziemlich geiler Champ. Mein Schlusswort. Tüdelü.